eine feine Sache, weil dann gibt es natürlich auch besseren Loot. Und besserer Loot ist natürlich gleich wieder mehr Prestige und dann ja, baut sich der Weg so langsam auf. Stück für Stück, wie man so schön sagt. Und jetzt haben wir auch fast nur noch 100 Meter vor uns, bis wir da sind. Und dann bin ich ja mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Für einen Boss, Gegner oder was auch immer. Ja, wir sind am richtigen Weg. Hier ist, müsste ja der Pirat sein, ne? Die haben es ja geklaut. Da steht auch das Riesenschiff, von dem sie gesprochen haben. Ist das der Boss? Oh ja, das ist der Boss. Ja, geh ran hier. Hoffentlich kriege ich das. Jawohl, super. Haben wir den auch gleich mal mitgemacht. Neuen Ring und alles. Perfekt. F und F. Meisterschaft. Partikel der Meisterschaft. Ich weiß jetzt zwar nicht, für was wir die benutzen können, aber. So, benutze das Terminal der sonnigen Ruine. Bin ich jetzt ziemlich fertig, oder was? Ja. Cool. Juhu. Wir haben es geschafft. Wir haben es erledigt. Das Ding ist durch. Jetzt müssen wir hier noch das Teil benutzen und wir haben es geschafft. Das Gebiet ist clear. Finde Markus im göttlichen Observatorium. Ja, und die nächste Belohnung. Und jetzt klicke ich das hier an und wir sollen zurück. Und das machen wir auch. Und dann glaube ich, haben wir auch viele Skill-Kristalle und so bekommen. Und dann können wir mal richtig voranliegen und uns auch mal bessere Skills leisten und alles. Das klingt ja schon mal nicht schlecht und gut. So macht das Spaß, wie man so schön sagt, ne? Wenn eins zum anderen geht und alles gut klappt. Und wie gesagt, wir sind noch nicht gestorben, was mich eigentlich wundert. So, jetzt müsste ich wieder mit ihr reden, dann ist diese Sache nämlich fertig. Aber das heben wir uns wirklich für die nächste Folge auf. Oder besser gesagt, ja, auf jeden Fall für die nächste Folge und für meine nächste Season oder Session. Und dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu mir in Skyforge. Ja, ich habe mir heute gedacht, wir haben jetzt dieses offene Gebiet fertig gemacht und wir müssten jetzt eigentlich mit den Markus reden. Aber ich habe mir gedacht, wir machen jetzt vorab mal ein bisschen die Skillpunkte, weil in diesem offenen Gebiet haben wir so viele Steinchen bekommen und 400 freie Steinchen haben wir auch. Habe ich mir gedacht, ja, dann könnten wir eigentlich hier mal ein bisschen was reinpumpen. So, das Siegel des Lichts fügt Monster mit mehr als 80% 115% zu seinem Schaden zu. Ja, du hast ein neues Talent erhalten. Talente beeinflussen deine Kampffertigkeiten, wie du kombinierten sie wie du möchtest. Okay. Das kann man schon ein bisschen kombinieren, aber das schauen wir uns noch an. So, was haben wir hier? Den Basisschaden. 50 von denen haben wir auch. Rein damit. Was haben wir hier? Die maximale Gesundheit ist immer gut. 60 Grüne haben wir auch. So, was haben wir hier? Erhöht den Basisschaden. Na, her damit. So, was haben wir hier? Die Exekution. Was stellt 20 zusätzlich Punkte des gerechten Zorns wieder her? Gerechten Zorn. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, was gerechter Zorn ist. 75 blaue, die haben wir auf jeden Fall. Machen wir auch mal dazu. Was haben wir hier? Kostet erhöht kritische Schaden. 90 von denen. Ja, aber machen wir trotzdem mal. So, was haben wir hier? Erhöht die maximale Gesundheit. Ja, grün haben wir auch noch genug. Ja, oh, Prestige geht jetzt richtig nach oben. So, was haben wir hier? Deine Fertigkeit verbraucht keine gerechten Zorn, wenn du sie auf heiligen Boden verwendest. Man kann nur ein Feld erzeugen. Ja, machen wir einfach mal. Ah, okay, jetzt spaltet sich der Baum. So, was haben wir? Erhöht die maximale Gesundheit. 75 Grüne haben wir auch noch. So, ich könnte jetzt hier weitergehen. Erhöht den. Was? Erhöht Bonusschaden. Erhöht den Basisschaden. Blau hätten wir noch. Ist das auch mit Blau? Ne, ist auch. Basisschaden. Basisschaden.
Basisschaden, was haben wir hier für eine Fähigkeit? Die Klinge der Gerechtigkeit fügt Zielen mit weniger als 40% 300% mehr Schaden zu. Ich glaube, es ist mein Standardangriff, ne? Und was haben wir hier? Talent, Beschleunigung. Alle deine Angriffe erzeugen 400% mehr Bedrohung. Und alle deine Schilde absorbiert 60% mehr. Das ist eine feine Sache. Weil ich möchte so ein bisschen tanken. Also machen wir das. 60 Blau haben wir ja noch. Da, das wird jetzt ein bisschen ausgeglichen mit unseren oberen Funken. Da geht man auch immer mal wieder welche. So. 60. Jawohl, das geht rein auf dieses Konto. 75 Blau haben wir. Na. Oh, erhöhte Gesundheit. 75, ja, die zwei kann man investieren. Bl, was ist das jetzt? Weg des Paladins. Fertiger Funken des Paladins zu erlangen. Zugang zur Hauptebene. Okay, machen wir mal. Jetzt besitzt du den Zugang der Hauptebene des Alters. Okay. Ja. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an hier. Ach du Heiliger. Aber das ist das, wo man die anderen Klassen freischalten. Lichthüter. Klasse, okay. Und da natürlich Paladin. Dann schaue ich hier mal rein. Was ist denn hier? Erhöht die maximale Gesundheit. Ausdauer plus 12. Ausdauer plus 12. Erhöht den Bonusschaden. Kühnheit. Okay, was ist da jetzt? Aber da gehe ich doch zum Lichthüter, oder? Ah nein, das ist so ein Standardbaum anscheinend. Erhöht den maximalen Basisschaden. Basisschaden. Maximal Basis. Basis. Ausdauer. Also Hitpoints. Schlaues Manöver. Ja, aber das ist eine ziemlich teure Sache, wie ihr seht. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Oder ich mache halt den Weg des Paladins fertig. Wie ihr seht, da kann man auch noch einiges rausholen. Oder einiges investieren. Aber jetzt haben wir eh schön was investiert. Oder was kostet mich das noch? 90. Erhöht die maximale Gesundheit. Das mache ich noch mit. Einfach nur, weil ich die Gesundheit möchte. Oh, 75 Blau klingt der Rechner für den Ziel. Ja, das könnte ich eigentlich auch noch machen. Oder? Ah, wir warten mal ab. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ja, bin ja ziemlich hochgegangen mit meinen Punkten. Ich glaube, mit 600 habe ich gerade angefangen. Und jetzt bin ich auf 785. Das ist natürlich eine geile Sache. Hitpoints, wie sieht das aus? Jo, Hitpoints ist auch schön nach oben gegangen. Ja, und jetzt ist das hier. Jetzt kann ich hier irgendwie umbauen oder was? V. Aha. Cool, okay, da hat sich nichts verändert. 2, das ist ja mein Schild. Das macht jetzt mehr Bedrohung auch und alles, ne? Ah, Schadenhöhe von 12% der Gesundheit des Paladins absorbiert. Wenn das Schild innerhalb von 5 Sekunden zerstört wird, explodiert er und fügt Feinden in der Nähe. Oh, noch Schaden zu. Ist ja geil. Und das ist deine Fertigkeit, verbraucht keine Gerechtigkeit. Sondern Heiligenbogen stets verwenden. Man kann. Ja, das verstehe ich nicht ganz, was das jetzt bringt. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber wir testen es mal. Aber das auf einer blöden Taste. V. Ich mache das jetzt mal. Ist das so ein Buff oder was? Ja, das ist es halt. Man weiß es nicht so genau. Naja, aber ich würde sagen, jetzt reden wir mal mit dem Kollegen. Okay, jetzt ist der Buff schon wieder weg. Oder was das auch war. Ja, 2 ist so und so. Das hält jetzt ein bisschen länger. Das ist eh nicht schlecht. Ja, naja. Haben wir ja ein bisschen wieder was dazu bekommen. Muss man sich noch so ein bisschen reinfuchsen. Aber jetzt reden wir mal mit dem Kollegen. I don't know how to thank you. I couldn't do it alone. You had a question about the Gravedigger, didn't you? Well then, don't think I'm crazy, but there's a chance the Gravedigger isn't really an evil creature or an invading monster. I saw him spare a mortal's life when he easily could have killed them. It's the truth. Have you ever known the Remnants to do something like that? They show no mercy. Okay. He's alive. You can talk to him in person if you want. Name's Emilius. He works as a captain of a civilian boat. Mhm.
Na, jetzt sollen wir mit dem einen reden. F, wieder eine Belohnung, das freut mich. Aha, eine so eine Kapsel wieder. Guide, öffne den Altar des Forschung. Okay, ich soll jetzt hier. Weg finden. Mhm. Ah, okay, man kann sich so den perfekten Weg zusammenbauen. Den schnellsten. Na, jetzt gibt es wieder Belohnungen. Wird hier wieder alles erklärt. Funken der Transformation. Neue Klasse. Geht zur Trainingshalle. Okay, Talent einsetzen. Öffne das Buch des Könnens. Ah, Gerechtigkeit. Was kann ich jetzt mit dem machen? Aber ich habe nicht alles freigeschalten. Talent speichern, ja. Achso, zurücksetzen könnte ich. So, alle deine erzeugen 400 mehr Bedrohung und alle deine Schild absorbieren 20 mehr. Ach so. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Man schaltet hier die Fertigkeiten frei und dann kann man sich hier einsetzen. Jetzt macht das Schild erst das, was ich da mir ausgesucht habe. Ah, okay. Gut zu wissen. Jetzt ist das Schild besser geworden. Ja, wie ihr seht, jetzt hält es auch ein bisschen länger. Strahlt mehr Bedrohung aus. Na gut, so, wieder Talentplätze. Ich werde bekloppt hier. Jetzt habe ich wieder einen dazu bekommen. Was mache ich denn jetzt am besten? Ja, Gerechtigkeit. Packen wir das mal dazu rein. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das macht. Es steht eigentlich nur so eine kurze Erklärung da. Aber ich schau mal das nochmal. So, Exekution. Wo ist eine Exekution? Hier ist ja nirgends Exekution drin. Götter, Blitz, Signal, Welle des Zorn. Pio. Ich glaube, das ist einfach nur das, wenn man E drückt, dass er mehr wiederhergestellt wird. Das ist eine feine Sache. So, gehen die Hafen. Okay, ich soll in den Hafen gehen und ich soll in die Trainingshalle. Machen wir mal die Trainingshalle, weil da sind wir eh gleich hier in der Nähe. So im Forschungszentrum war das, ne? Ich überspringe das mal. Sind wir auch gleich dort. Was ich auch noch vorab sagen wollte, The Witcher und Batman Arkham Knight kommen nächste Woche auf jeden Fall neue Folgen. Ich habe halt einfach wenig Zeit im Moment. Ich versuche das alles unter einen Hut zu bringen. Also ich gebe mein Bestes. So, jetzt wollte ich hier noch hochschauen. Also das wollte ich nur mal. Achso. Ist egal, wo ich reingehe. Jetzt wird mir gleich wieder alles erklärt. Das ist nämlich das Angenehme an der ganzen Sache. Probier eine beliebige Taste aus. Okay, welchen wollen wir jetzt mal testen? Mich interessiert echt der Krieger noch. Ne, das ist dieser Barbar. Tank. Magier. Ich glaube, das ist der Krieger, ne? Ritter. Ritter heißt er. Boah, das sieht schon cool aus, der Ritter, ne? Ja, macht er jetzt guten Schaden oder nicht? Geh auf jeden Fall wieder eine Belohnung. Oh, richtig viel sogar. Was? Feinen Kampftraining starten. Verwende den. Was? Superschlag.
Achso, der war das. Was soll ich jetzt machen? Benutze den. War das der? Nee. War das der? Der war das. Jetzt haben wir es aber geschafft. Jo, jetzt haben wir ihn abgefertigt. Was soll ich jetzt machen? Kurz. Also besiege die Golems. Der macht schon guten Schaden, der Typ, aber... Boah, der Ritter wird mich aber interessieren. Der ist ja geil. Was? Zerschlage aus einer... Was? V. Was muss ich jetzt machen? Ach so, da kann richtig... blocken. Muss ich eins drücken oder was? Boah, da holt sich auch alle Gegner ran. Wie geil ist das denn? Boah! Ja, schon cooler Typ. Der betäubenden Schlag. Alter, der ist ja vollmächtig. Was soll ich jetzt machen? Verwenden die aus Abfuhr, halte 3 gedrückt. Wichtig. Achso, ach du Scheiße. Gibt's ja wohl nicht, der ist ja vollmächtig. Was? Was soll ich jetzt machen? Oh, jetzt macht er noch mehr Schaden. Alter. Was soll ich jetzt machen? Oh, Warnung, diese Gegner können Schaden zufügen. Ja, okay. Machen wir mal mehr Schaden jetzt hier. Einfach weiter drauf. Okay. Ja, man müsste sich halt mit ihm wieder so ein bisschen einspielen, aber an sich ist der nicht verkehrt, der Typ. Der ist schon ziemlich übel drauf. Okay, warte mal, wie war das? C war ja auch so ein... Ja. Oh, 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 jetzt kriege ich aber schön Schaden hier. Ja, wir nehmen uns das Leben dabei auf, wenn der eh schon so einen Blödsinn macht. Boah, der ist schon cool drauf, der Typ. Yeah. Haben abgeschlossen. F drücken für Belohnung. Ja, Geld hat sich auf jeden Fall sehr rentiert.
Ja, ist es mit allen Klassen so? Also, der Ding gefällt mir auf jeden Fall gut, der Ritter. Das ist eine feine Sache. Nicht wundern, ich trinke noch nebenbei Kaffee. Es ist im Moment sehr früh. Es ist jetzt so die einzige Zeit, die was ich jetzt so reinschieben konnte. Aber ich habe ein neues Kostüm bekommen. Kann ich das auch anziehen? Ja, das gefällt mir gut. Die Rüstung. Speichern. Ich mag das so, wenn unten so ein... jetzt sieht er mal aus wie so ein Paladin, finde ich. Das ist cool. Das gefällt mir. So, böse Ahnung. Gehen in den Hafen. Alles klar. Dann gehen wir in den Hafen. Und schau mal, was uns da jetzt erwartet. Kann nicht schlimmer sein als das jetzt, was wir so erlebt haben. Vielleicht ist es ja auch wieder so ein offenes Gebiet, das wird dann auch wieder richtig viele Kristalle bringen. Oder Steinchen, dass ich mich wieder besser ausrüsten kann. So. Da sind schon so viele Leute.